Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es ein Unboxing zu diesem schönen Paket hier. Ich habe nämlich was Tolles zugesendet bekommen, und zwar den Xbox One Elite Controller. Und was alles so in dem Paket drin ist, wie das alles aussieht, zeige ich euch jetzt. Hey, lieben Leute, da bin ich auch schon wieder. Hier haben wir auf jeden Fall das Paket. Ist nicht relativ groß, ganz okay halt. Ist auch nichts gerade Großes drin. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal mit einem Messer die Klebebänder da aufgeschnitten, damit ich jetzt leichter habe, es zu öffnen. Und dann öffnen wir auch direkt mal das Paket. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das aussieht. Und jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich hier nicht die Kamera umhaue. Zack. Und hier sehen wir auch schon, das hier ist unnötig. Das kommt direkt mal weg. Und da sehen wir schon das Paket. Der Xbox Elite Controller. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig episch aus, dieses Paket. Und dann holen wir den auch jetzt mal direkt raus. Wenn ich da nicht die Kamera noch umhaue. Ja, gut, letztendlich haben wir es geschafft. Es ist ziemlich schwer. Und das andere Paket brauchen wir jetzt nicht mehr. Das räume ich mal schnell weg. Genau. Und da haben wir ja auch schön das Paket des Xbox Elite Controllers. Ist auf jeden Fall relativ schwer. Im Gegensatz zum normalen Xbox Paket. Beim normalen Controller. Das könnt ihr hier nochmal sehen. Da habe ich nochmal die nebeneinander gepackt, und man sieht schon größentechnisch, das Paket des Elite Controllers ist auf jeden Fall ein bisschen größer als das vom normalen Controller. Und hier könnt ihr nochmal sehen, hatte ich so einen extra Akku und so ein extra Ladekabel noch da drin. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt einen großen Unterschied macht nach der Größe. Deswegen habe ich die einfach mal bei den nebeneinander gelegt, die Pakete. Wir sehen schon großer Abstand. Ist auf jeden Fall größer, das Paket vom Elite Controller. Schwerer ist es auf jeden Fall auch, und ich würde sagen, das Paket brauchen wir nicht mehr. Tschüss. Und wir widmen uns jetzt dem Elite Controller Paket. Wir sehen ja auch schon Wireless Controller Manet Sense Fill. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Und dann sehen wir hier auch schon die Rückseite des Elite Controllers mit den zwei neuen Tasten, die dazugekommen sind. Und es ist sehr hochwertig verarbeitet hier mit dem Grip. Kann man schon erkennen auf jeden Fall. Dann sehen wir hier noch eine Anleitung, welche Taste was bedeutet. Oder ja, keine Ahnung. Müsst ihr selber nachlesen. Mich interessiert jetzt nicht wirklich, was da hinten drauf steht. Ich will einfach nur diesen Controller haben. Und ich denke, das wird auch nicht zu wichtig sein, was da steht. Dann gucken wir uns hier nochmal das Zubehör an, alles was da drin ist. Da sehen wir den Controller, die Tasten, die Sticks, die doppelten neu dazugefügten Tasten, die Case und die Batterien und das Kabel. Wir sehen hier, der Controller ist von Microsoft, was ein Wunder. Und der Controller ist für PC. Und natürlich muss man dazu Windows 7, 8.1 oder 10 haben. Hier unten ist noch eine Warnmeldung. Denkt man nicht, dass da irgendwas Wichtiges draufsteht. Und ich würde sagen, ich mache hier diese beiden Klebedinger schnell auf. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt hier diese beiden Teile aufgemacht. Und mir ist aufgefallen, da unten war noch so ein Teil. Das habe ich dann auch noch schnell aufgemacht. Und jetzt drehen wir mal hier wieder alles richtig. Zack, zack. So, und jetzt öffnen wir auch das Ding. Mal sehen, wie es aussieht. Und oh mein Gott, Alter, richtig schön hier. Sogar mit einer Case, extra nur für den Controller. Ja, da sieht man, Microsoft hat sich da Mühe gegeben für ihren Elite-Controller. Man sieht schon, ist ein bisschen schwer. Und das legen wir jetzt erstmal mal weg. Wir gucken uns erstmal das Paket an, was noch so dabei ist. Ja, eigentlich haben wir es schon gesehen, aber einfach nur so, um es zu zeigen, zeige ich euch das mal. Hier ist ein kleines Paketchen drin. Da, hier sind natürlich die Batterien drin. Ich hätte lieber diesen Akku gewollt, wie bei dem
anderen Controller mit auf dem Paket. Ja, warte, ich hole das mal kurz. Hier, dieses Teil, dann muss man nicht immer Batterien wechseln, sondern man kann einfach den Akku immer aufladen mit dem Kabel. Und ja, hier sind auf jeden Fall Batterien dabei. Und jetzt müsste da noch das Kabel drin sein. Das kriege ich da jetzt aber nicht raus. Hier, andere Seite. Jetzt habe ich das ein bisschen gerissen. Aber egal. Ja, jetzt geht's auf. Und da ist auch schon das Kabel. Und ja, da sehen wir es. Auf jeden Fall ist mir sofort aufgefallen, richtig schön verarbeitet hier von Microsoft. Hier mit so einem schönen Kunststoff, beziehungsweise ja, Stoff um den Kabel drum. Haben sie auf jeden Fall schön gemacht. Sieht auf jeden Fall direkt viel edler aus. Und dann legen wir das mal zur Seite und gucken mal, was noch so im Paket drin ist. Wir sehen hier, ja, das war natürlich klar. Für die Mega Noobs gibt es dann noch Anleitungen und die holen wir jetzt einfach mal raus, nur einfach so, um zu zeigen, ja, hier Quick Setup Guide. Dann sehen wir hier noch so ein paar Anleitungen auf verschiedenen Sprachen und ein riesiges Heft, das ich nie lesen werde. Auf jeden Fall packen wir das auch mal ganz schnell zur Seite weg, denn ja, sowas braucht man nicht, wenn man ein richtiger Gamer ist. Das legen wir auch jetzt mal zur Seite. Hier ist nichts mehr drin und das geht jetzt auch weg und wir widmen uns dem Goldstück, dem Diamanten dieses ganzen Paketes. Den Controller, auf jeden Fall sehr schöne Case, muss man sagen. Also das ist nicht, ja, das muss nicht dabei sein, das haben sie selber gemacht. Und schön mit Reißverschluss öffnen wir jetzt auch mal und jetzt 3, 2, 1, oh yeah. Oh, da ist schon hier eine Taste abgegangen, aber das ist kein Problem, das ist alles magnetisch. Man kann jede Taste austauschen. Das ist auf jeden Fall das richtig nice an diesem Controller. Wir holen ihn mal raus und da sehen wir auch direkt unten hier die, ja, die neuen Tasten, die dazu gekommen sind. Fühlt sich auf jeden Fall richtig edel an. Hier, da sehen wir die Tasten. Da kann man auf jeden Fall jede beliebige Taste drauflegen, die man möchte. Und ja, dann habe ich hier mal den Vergleich gemacht zum normalen Controller. Was auf jeden Fall direkt auffällt, ist dieses Steuerkreuz, aber das kann man austauschen. Das ist erst neu dazugekommen, als der Controller im November erschienen ist. Der Elite-Controller ist auch schwerer als der normale Controller. Das hat mich sehr überrascht, denn ich hätte es eigentlich nicht erwartet. Und ja, hier sehen wir nochmal beide Controller von unten. Da sind auf jeden Fall keine Tasten, aber das ist auch nicht der Elite-Controller. Dann haben wir jetzt auch hier den Elite-Controller. Hier könnt ihr es nochmal sehen in den Case. Da kann man die Sticks auswechseln. Das sind PS4, 3 ähnliche Sticks, die nach außen gewölbt sind und nicht nach innen, so wie die von Xbox. Und zack, da haben wir es gesehen, ganz easy ausgetauscht. Es fällt auch nicht ab irgendwie so beim Spielen. Es ist sehr fest. Das haben sie auf jeden Fall sehr gut gemacht. Da zack, abmachen und wieder dran machen. Geht auf jeden Fall locker easy. Ist kein Problem. Dann, ja. Da ist noch so ein kleines Teil dabei. Hier können wir nochmal sehen. Man kann einfach jede beliebige Taste, beziehungsweise nur die Sticks und das Steuerkreuz austauschen. Und die Tasten hinten. Hier, zack. Ganz easy, falls einen stört. Ich meine, jeder kauft sich den Controller nur wegen diesen Tasten. Und ja, ganz easy, kann man wieder ab und dran machen. Funktioniert auf jeden Fall super, wie ich es eigentlich auch erwartet habe. Hier sehen wir, sehr schön metallverarbeitet alles. Da ist noch dieser kleine grüne Knopf, um die Xbox damit zu verbinden. Dann zack, sehen wir, Taste, ja, jetzt nehmen wir mal die Taste. Ganz auf jeden Fall beliebig, wie du willst, alle Tasten austauschen. Da sehen wir es, habe ich jetzt neue Steuerkreuz angemacht, also beziehungsweise Standardsteuerkreuz. Jetzt sieht er aus wie der Standard-Controller. Und diese Taste, die ich euch da gerade zeige, ist sehr cool, denn du kannst zum Beispiel diese Tasten hinten alle auf zum Beispiel, ja, das war jetzt ein blöder Vergleich, hier LB, kannst du jetzt zum Beispiel auf diese Taste legen. Und dann hast du halt selber LB, du könntest dann auch LB eine andere Taste machen, und beziehungsweise du kannst dir dein eigenes Setup zusammenstellen und
ist gut, wenn du zum Beispiel einen Freund hast, drückst du einfach auf das zweite Setup und dann ist es wieder auf dem Setup von deinem Freund zum Beispiel, was er sich eingestellt hat. Kannst halt auf jeden Fall immer tauschen. Hier sehen wir noch mal. Hier zum Beispiel für FIFA hast du zum Beispiel diesen weiten Sprint und wenn du zum Beispiel ein Ballerspiel spielst, brauchst du nicht so einen weiten Weg und sparst halt ja den Weg, ich weiß nicht, ist halt schon krass für die Pros, ich meine, ja, hast halt einen kürzeren Weg und so. Da sehen wir nochmal hier das normale Batterieaustauschgehäuse und ja, das war's dann auch. Ich finde die Taste irgendwie cooler als die normale Standardtaste, weil man jetzt auch hier zwischen den normalen Tasten auch so quergelegte Tasten hat. Hier unten sehen wir nochmal einen Klinkenanschluss für Kopfhörer und hier den Anschluss für das Xbox-Headset. Hier nochmal für das Ladekabel, was dann an die Xbox angeschlossen werden kann. Und ja. Ja, meine lieben Leute, das war es dann auch vom Unboxing. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zur Pro- und Contra-Liste, warum ihr euch diesen Controller statt einem SCUF holen solltet. Und zwar kommen wir dann auch zu Pro. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dieser Controller hat eine sehr geile Verarbeitung. Also er fühlt sich wirklich sehr geil an. Es gibt viele neue Features, zum Beispiel mit diesen neuen Tasten und alles. Er ist für PC und Xbox One, also für Xbox One ist ja klar, aber ich meine für PC richtig nice. Kann man auf jeden Fall auch am PC zocken und gute Haltbarkeit. Mir sind einfach sehr viele Pro-Effekte angefallen, aber ich habe jetzt keinen Bock gehabt, die alle aufzuschreiben. Und ja, kommen wir auch schon zu Contra. Da ist mir eigentlich nichts eingefallen, außer dass dieser Controller einfach zu teuer ist. Er kostet nämlich Stand jetzt, also seit November, seit er rausgekommen ist, $150. Das sind ungefähr 149 Euro oder so. Das ist auf jeden Fall viel zu teuer für diesen Controller. Ich meine, er hat eine krasse Verarbeitung und alles. Aber es lohnt sich dann nicht, dieses Geld für diesen Controller auszugeben. Außer man ist natürlich der Mega Pro und braucht unbedingt diese bestimmten Features und alles. Ja, im Großen und Ganzen hat es mir sehr Spaß gemacht, dieses Video zu machen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, falls ihr neu seid. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing und diese Mini-Review gefallen. Ich würde auf jeden Fall sagen, der Controller hat es auf jeden Fall in sich, ist auf jeden Fall richtig cool. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, wer das Geld hat, kann ihn sich auch leisten. Ich meine, er sieht auch einfach nur krass geil aus. Und ja, das war's dann auch von dem Video. Ich hau rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.